Und so beginnt es. Die große Stunde meines Schülers. Wäre ich nur dort gewesen, ich hätte alles verhindern können. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen, wir spielen endlich The Night of the Rabbit. Jawohl, es hat sich beharrlich geweigert, bei mir auf dem Rechner zu laufen. Es wollte einfach nicht, ich weiß nicht warum. Wir legen auch gleich los, ich will das nur ganz kurz erzählen. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe jetzt für solche Fälle hier quasi noch einen zweiten Rechner stehen, so einen Ausfallrechner, das ist mein alter Rechner. Auf dem läuft das Ding anstandslos und jetzt kann ich quasi, wenn sowas passiert, einfach auch auf den anderen Rechner zurückgreifen. Ein kleines Wort zu Night of the Rabbit vielleicht noch. Es ist nicht so das übliche, also eigentlich ist es schon ein Aushänger-Adventure für Daedalic. Allerdings werden die meisten von euch denken, hey, von Daedalic, das ist bestimmt wieder alberne Witze und lustig und tralala. Aber dieses Adventure ist tatsächlich mehr, wie könnte man das sagen, es ist, glaube ich, mehr ein Märchen für Jung und Alt, ein spielbares Märchen für Jung und Alt. Es gibt natürlich Witze, aber der Schwerpunkt ist eindeutig nicht auf dem Humor, sondern einfach auf der Geschichte zu sehen. Das heißt, diejenigen unter euch, die ein gutes Märchen, eine gute Geschichte zu schätzen wissen, bitte unbedingt weiterschauen. Es handelt sich hierbei, soweit ich das in den Reviews gelesen habe, um ein Meisterstück. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich wollte mich nicht spoilern. Und abgesehen davon, die Vollversion konnte ich dann ja auch nicht spielen. Ich hatte eine Preview-Version, die lief. Da wollte ich mich nicht spoilern und mit der Vollversion konnte ich bisher noch gar nicht. Und für alle anderen, die ja irgendeinen Öden natürlich nicht, die ja Klamauk erwarten und Juppei, die dürfen dann gerne nochmal Edna schauen oder Harvey und so weiter. Und Ende des Jahres kommt ja auch Goodbye Deponia, aber wir stürzen uns jetzt erstmal in ein Märchen. Wobei übrigens Edna war ja eigentlich auch nicht Klamauk, Edna war ja gegen Ende eigentlich auch eher, muss man sagen, das hat sich ja immer dramatischer zugespitzt, als die Geschichte sich entfaltet hat. Und ich glaube, das ist das typische Daedalic-Ding. Am Anfang weiß man nie so recht, was einen erwartet. Man ist sich unsicher und denkt sich, das sieht ja aus wie Kinderkram. Und am Ende reißt es einen einfach voll mit. Und ich bin sehr gespannt. Night of the Rabbit hat überall die beste Kritiken bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese kleine Reise. Tut mir leid, dass wir die so spät anstarten. Eigentlich wollte man das schon vor Release machen. Hat alles nicht so geklappt, aber ganz egal. Nichtsdestotrotz stürzen wir uns natürlich in die Nacht des Rammlers, also des Hasen in diesem Falle. So, lasst uns gleich mal loslegen. Wir sind hier gerade ich glaube, eine Art Hase mit Anzug. Und hier ist ein lustiger Mann, der aussieht wie ein Stein. Merkwürdige Gestalt. Oh, wer bist du? Bist du etwa stumm? Hm? Soll das heißen, du weißt es nicht? Hast du dich verlaufen? Ich glaube schon. Oh, dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte. Hast du ihn gesehen? Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht. Haha. Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mit Geschichten kenne ich mich gut aus. Aber du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen? Nein, um Gottes Willen. Nein? Nein. Nein, wirklich nicht. Ich schwöre. Na gut. Wenn wir denn einen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es war einmal. Folge mir. Ich folge und muss zugeben, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Aber ich bin sicher, das wird sich hoffentlich in Bälde auflösen. Wir folgen der merkwürdigen Gestalt, die aussieht wie ein Stein. Da bist du ja. Jetzt müssen wir nur noch deinen Anfang finden. Mhm. Selbst wenn man sich verliert. Anfänge findet man überall. Und nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Du wirst ihn sofort erkennen. Ein Anfang duftet nach Frühlingsluft und der Hoffnung auf mehr. Ein Anfang ist, du weißt schon, aber Enden sind ganz anders. Verstehst du? Ja, ich glaube schon. Und vor allen Dingen, nur der, der sich auf den Weg macht, wird seinen Weg finden, beziehungsweise er macht sich auf den Weg, er macht sich seinen Weg ja selbst, ergo hat er ihn dann schon gefunden. Nur weil er sich auf den Weg macht, hat er seinen Weg bereits gefunden. Hm. Das fängt auf jeden Fall gut an. Ich glaube, ich habe das verstanden. Ja, ja. Wirklich? Ja, ja. Ich habe schon lange niemanden mit so einem scharfen Verstand getroffen. Ach, naja. Naja. Huch. Was war das? Hast du eben etwas gehört? Ja, in der Tat. Was war das? Der Nebel muss meiner Fantasie einen Streich gespielt haben. Es ist kalt geworden, findest du nicht? Eigentlich nicht. Folge mir. Ja, na gut. Ich habe ja einen Mantel an, mir ist nicht sonderlich kalt. Und er scheint, ich wollte sagen, aus Haut und Knochen zu bestehen, aber er scheint aus Blättern und Ästen zu bestehen. Wir folgen abermals der merkwürdigen Gestalt und ich bin gespannt, was es mit diesem Bildschirm hier auf sich hat. Na nun. Da ist dein Anfang. Ah. Du hast wirklich Glück, dass ich über dich gestolpert bin. Alleine hättest du deinen Anfang bestimmt nicht gefunden. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ich bin nur ein Hase. Naja, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Es sei denn, der Nebel wird noch dichter. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Und so betreten wir unsere Geschichte. Seltsamer Typ. Er erinnert mich an eine Figur aus einer meiner alten Geschichten. Hoffentlich verläuft er sich nicht. Nicht mal ich könnte sagen, wo er landet, wenn er hier verloren geht. Oder wann. Also, dann wollen wir seinem Anfang etwas auf die Sprünge helfen. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. Seltsamer Typ. An einem Ort, fast dort, wo du jetzt gerade bist, wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist's für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen, um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein! Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun, bald, mein Schatz. Doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft: Gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. Ja? Aufstehen, du Schlafmütze! Oh nein, die Schule! Ich komme noch zu spät! Schau doch, wie schön die Sonne draußen scheint! Du willst doch nicht deine ganzen Sommerferien verschlafen? Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry, Schatz. Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen. In 2 Tagen geht die Schule wieder los? Noch 2 Tage Abenteuer. Jeden Morgen mit dem Frühsport. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Oh, was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter. Die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Krähen? Aber bloß nicht ausruhen und einrosten, sonst macht man es ihnen morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit. Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Wow, wenn er das so beschreibt, sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Aber warum aussteigen? Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Ha, Schlauberger. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Einen Mauszeiger? Ja, was ist denn ein Mauszeiger? Das kennen wir hier gar nicht in diesem Landchen. Wir kennen ja höchstens die Hasenpfote. Das wäre ja auch interessant, wenn man... Ganz kurz eingeworfen, wenn man damals beim Computer statt die Maus vielleicht die Hasenpfote erfunden hätte. Mit 2 lustigen Zähnen, die man vorne klicken kann. Dann wären es keine Maustasten, sondern vielleicht Hasenzähnen. Nur mal nebenbei erwähnt. So. Ja, herzlich willkommen nochmal bei Night of the Rabbit. Hier geht's jetzt los mit dem Tutorial. Huch. Das Radio... Los, Sie können es schaffen. Ja, wir befinden... Natürlich, ich berühre dich. Machen Sie einfach mit. Ich berühre dich doch gleich. Das kann jeder. Ich berühre dich doch gleich. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Ich glaube, der Radiomoderator kann es gar nicht erwarten. Ich tue ihm den Gefallen und berühre ihn einfach hier mit der Hand, hier, die da plötzlich im Blatt erscheint. Brav, fein gemacht. Ja. Kinderspiel. Und so können Sie alles angehen. Ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen. Einfach nur anklicken. Ein Klick, alles ein Klick. Aha, ja, ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Probieren Sie es gleich nochmal. Diesmal sprechen Sie das Radio an. Ja, da wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder einfach nur anklicken. Das ist ja ganz fantastisch. Oh Bob, das wusste ich nicht. Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie? Ein Klick, alles ein Klick. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Oh ja. Ist das nicht gut? Oh ja. Er hat recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Sie denken sich sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Auweia, der ist gut. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Wendung Fit und Froh in den Tag. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Immer schön angucken und einsammeln. Also, suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden. Na dann los. Wie wär's mit dem Korb auf der Fensterbank? Lehrerkorb. Angucken und einsammeln als Frühsport mache ich ja auch immer beim Pennymarkt, weißt du? Aber da schnappen mich dann immer die Regalwächter. So, ich klicke mal drauf. Gut so, das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach unten drehen. Oder die I-Taste drücken. Mann, oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Wie soll denn der Jerry das machen? Der hat doch gar keine Tastatur, der hat... gar keine Maus und gar keine I-Taste. Aber ich erledige das einfach mal für dich. Ich bewege mal das Mausrad. Auch da wieder Muskelaufbau im Zeigefinger. Moment. Ah. Tut das nicht gut? Ja. Ihr Inventar. Hier können Sie mehr sammeln, als Sie glauben. Mhm. Gegenstände herumtragen ist gesund. Hm. Außerdem kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Na, ob ich mich das trauen soll? Mit der linken kann ich es benutzen, mit der rechten anschauen. Das, also rechts, rechte Maustaste. Ja, das wird zu hoch für mich. Ich bemühe mich einfach mal jetzt. Moment. Mit dem Mittelfinger, rechte Maustaste. Klick. Hübschacker. Hey, das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Und jetzt probieren wir die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Korb. Gut, ich hoffe, das kriege ich auch hin. Links ist das Gegenteil von rechts, also benutze ich jetzt wieder den Zeigefinger und Moment, einmal kurz strecken. Ah, und klick. Huch. Ups, der Griff ist abgefallen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise nehmen wir mit links Gegenstände im Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Benutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Aber brauche ich dafür nicht Klebstoff oder Tesafilm? Oder kleben wir das einfach mit Spucke an, wie Meister Spinnenbein? So, hops. Na, das war doch gar nicht so schwer. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Puh. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann, oder? Stimmt. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Oder das Mausrad nach oben drehen. Die Möglichkeiten sind mannigfaltig. Ich nehme jetzt mal den Korb, so, und bewege das Mausrad nach oben. Sehr gut. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Hm, wem soll ich den Korb zeigen? Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Auweia, der ist gut. Man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf sie klicken. Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Mutti, guck mal. Oh, Jerry, du hast den Korb. Ja, und der ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Etwa für Brombeerkuchen? Ja, Jerry, Schatz. Au, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Und denken Sie daran, ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit, bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit... Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Selbe Stelle, selbe Welle. Huch, was ist das denn hier eigentlich? Tagebuch. Jerry winkt ein leckeres Stück Kuchen, aber dazu braucht Jerrys Mutter einen Korb voll Brombeeren. Nur noch 2 Tage Sommerferien. Auf ins Abenteuer! Jerrys größter Traum ist es, Zauberer zu werden. In der Nacht beobachten ihn leuchtende rote Augen durch das Fenster. Eine seltsame Lichtung, ein sagenumwobener Baum, eine schwarz gekleidete Gestalt und ein Reisekoffer. Wie geheimnisvoll. Ein Fremder kann dich durch den Nebel führen. Aha. Kann ich hier noch irgendwas anklicken? Nein. Ich kann aber zurück. Huch, ich will weiterspielen. Ich wollte gar nicht ins Menü. So. Interessant finde ich übrigens. Ich glaube, die Familie... Jetzt war ein schönes Haus. Das sieht alles sehr schön aus hier. Aber lasst euch mal nicht vom Äußeren täuschen. Denn in Wahrheit hat die Familie nämlich gar kein Geld. Und das erkennt das gewiefte Adventurer-Auge sofort daran... dass die Mutter, das Kleid der Mutter ist aus demselben Stoff genäht, wie auch das Innere des Korbs. Ja, so arm ist die Familie. Okay, was haben wir denn? Karottenbeet, da können wir auch klauen. Ich steck mir eine Karotte für später ein. Soll ja gut für die Augen sein. Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen. Seltsam. Fußspuren. Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein. Vielleicht... Anhand der Spuren lässt sich sagen, dass es sich um ein geheimnisvolles, längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss. Den Gremlin-Wolf. Seit ich Juniormitglied im Dschungelforscher-Club geworden bin, klingen meine Theorien noch überzeugender. So viel Kompetenz für nur 2 Mark pro Quartal. Oh, 2 Mark. Oh, wie schön. Das war noch vor der Währungsreform hier im Mauswald oder wo auch immer wir hier gerade sind. Nee, Mauswald ist ja das Radio gewesen. Rote Augen gucken durch das Fenster, stand im Tagebuch. Und wir haben tapsige Fußspuren im Karottenbeet. Da fällt mir vom Cover der weiße Hase mit den roten Augen ein. Und auch überall, ich habe gerade das Cover wieder zurückgelegt, und auch überall die Gleichsetzung mit Alice im Wunderland, der Vergleich mit Alice im Wunderland, da wir hier auch einem weißen Kaninchen folgen müssen, das wir aber erst noch finden müssen natürlich. So weit müssen wir erstmal kommen. Und deswegen gucken wir in die trockene Regentonne. Knochentrocken. Es hat schon seit Wochen nicht mehr geregnet. Was für ein Sommer. Und warum heißt es eigentlich knochentrocken? Die Knochen in meinem Körper sind hoffentlich nicht besonders trocken, sondern eher so, naja, weißt du schon. Ich glaube, das kommt so aus Wüsten und sowas. Der haselnussche Briefkasten. Leer. Ich glaube, Mama hat die Post vorhin schon mit reingenommen. Ach so, na gut. Oh, Erdbeeren. Oh, ich will Erdbeeren pflücken. Ja. Oh, neidisch. Oh, süß und saftig. Saftig und süß. Jerry! Ja, Mama, schon gut. Ich esse nicht alle auf. Was? Jerry, du sollst nur nicht vergessen, deine Schulsachen zu packen. Ja, mach ich morgen. Schule. Ach, die Sommerferien. So schön, so schön. Eine verwitterte Statue, nicht ganz so schön wie Sommerferien. Wir nennen den alten Stein hier den Zwerg. Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt. Huch. Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg. Ach, das ist ja süß. Verwitterte Statue. Können wir auch reingehen eigentlich? Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Ach, habe ich schon gesehen, die Folge war nicht so gut. Ich bin nämlich Zeitreisender aus der Zukunft. Und Hund. Gut getarntes... Ja, sehr gut getarnt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da klauen wir gleich mal alles raus. Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht. Und auch keine Spur vom Gremlin-Wolf. Wie immer, die Luft ist rein. Mein Geheimversteck. Oha. Plutoniumstäbe. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Welt wäre in Gefahr. Was haben wir denn da? Streichhölzer, Knaller und meine Goldmünze. Das Abenteuer kann beginnen. Oh, das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlin-Wolf noch meine Witterung auf. So, wir haben allerlei Krempel gefunden. Das können wir uns mal alles angucken. Sieht lecker aus. Aber um wirklich lecker zu sein, müssen sie nach Marzipan schmecken. Nee, um wirklich lecker zu sein, muss man das Innere der Möhre essen. Das schmeckt nämlich süß und saftig und das Äußere schmeckt mehr so knopsig. Und im Streichholzbrief hier natürlich nur ein einziges Streichholz drin. Nur noch ein Streichholz übrig. Das ist ja klar, eine Münze mit Loch. Meine Glücksmünze. Mit der habe ich immer Zaubertricks geübt. Wir hatten früher auch immer so eine Münze, auch im Zauberkasten. Ich erinnere mich, ich hatte mal einen Zauberkasten und da war so eine Münze drin. Und ich habe mir immer vorgestellt, dass die ein Cowboy quasi die Münze hochgeworfen hat und dann durchgeschossen. Das ich war davon dann irgendwann überzeugt. Das habe ich mir dann immer gewünscht. Ach ja, das waren Zeiten. Da war ich aber noch ganz klein. Ein verrotteter Knaller. Knallen wird der bestimmt nicht mehr. Da kommt schon das Schwarzpulver raus. Na gut, schade drum, aber was soll's. Vielleicht können wir da noch was ändern. Mit dem Fahrrad können wir nicht fahren. Das Radio klicke ich lieber nicht an. Aus Erfahrung. So, da geht's in Richtung Fragezeichen. Komm, können wir noch mit Mutti quatschen. Mutti! Mutti? Mama? Ja? Was sollte ich für dich sammeln? Heidelbeeren? Oder wie? Brombeeren, Jerry, Brombeeren. Nimm den Korb auf der Fensterbank mit. Die Beeren nicht einfach in die Hosentasche stecken. Nein. Danke. Und da sagt mal einer, mit 12 kann man nicht mehr dazu lernen. Fast 12 bitte, ja? So alt bin ich auch nicht. So. Ja, dann würde ich sagen, wir folgen dem Pfad in unser Abenteuer hinein.